Hey Leute, was geht? Hier ist wieder euer Freddy Burg mit einem neuen Video. Und zwar habe ich heute was vorbereitet, habe nämlich Lust gehabt, mal wieder auf Battlefield 4. Das ist gut im Grund, weil ich in letzter Zeit halt ein bisschen wieder Shooter spielen muss, weil FIFA halt nicht mehr gerade so toll ist. Und ich habe da ein schönes Easter Egg auf YouTube gefunden und wollte das selbst mal ausprobieren. Ja, ich schätze mal, ihr würdet das schon kennen, wenn ihr Battlefield ein bisschen spielt, aber naja, auf jeden Fall ist es auf Heinern Resort. Und geht hier einfach hoch. Zack, geht hier hin. Nimmt die DMR, die da vorne lag. Da irgendwo lag die. Legt euch hier hin irgendwie. Ich schätze mal so. Ich habe jetzt einen leeren Server genommen, damit mich hier keiner abknallt. Dann seht ihr da ein Licht. Dann schießt ihr drauf. Natürlich mit 400 Meter Entfernung. Weil das 400 Meter entfernt ist. So, jetzt ist es ausgeschossen. Sehen wir, da geht was hoch. Oh. Ja. Also ich find's fett. Richtig geil sogar. Können wir mal runtergehen hier. Ja, weil man nennt diese Sniper einfach, weil sie einen Entfernungsmesser drin hat und den braucht man auch wirklich schon. Wie sehen wir das? Das ist ein schönes Easter Egg gewesen. Und zwar gibt es auf YouTube da genug Videos drüber, da könnt ihr euch auch mal ein bisschen informieren. Es gab hier auch noch irgendwelche Informationen. Ich droppe jetzt einfach mal die Waffe. Ja. Und zwar gab es hier auch eine Kiste. Die befindet sich exakt hier. Und da steht drauf Viscal EA. Und das ist ganz zufällig die Adresse oder die Producer, die das neue Battlefield programmieren wollen. Ja, deswegen ist das ein kleiner Tipp gewesen. Nimm Easter Egg, keine Ahnung. Entschuldigt, ich bin noch ein bisschen krank. Nee, auf jeden Fall. Ich dachte, man kann. Egal. Nee, auf jeden Fall, das war das Easter Egg. Das müsstet ihr eigentlich schon kennen, wenn ihr viel Battlefield spielt. Ich habe letztens auch versucht, den Yeti. Es gibt zumindest auf der Map Goldmundbahn gibt es einen Yeti. Den, wenn man damit eine Raketenwerfer darauf schießt, dann hört man die Sounddatei von dem. Also das, man sieht ihn nicht, man sieht ihn blinken im Berg und wenn man da dann nah genug rangeht, dann hört man halt die Sounddatei von dem. Ja. Und es gab auch mehrere Gerüchte über eine Megalodon. Auf Nasha-Attacke gibt es den ja, das wisst ihr. Bei 4 wurde gerätselt halt, ob es auch auf Parasol Storm so einen gibt. Aber das Gerücht wurde endgültig beendet. Was machst du denn da? Komm zurück! Ja, weiter kommen wir leider nicht. Schade, schade, auf jeden Fall war da ungefähr die Lampe. Naja. Egal. Gut, Leute, das war es erstmal von dem Easter Egg. Wenn ich noch irgendwas anderes finden sollte, sage ich euch Bescheid. Und wir hören uns dann. Alles klar, bis dann, euer Freddy Burg.